An Bord ist die Frau Abgeordnete Angela Baumgartner. Bitte schön, Frau Abgeordnete. Ja, danke schön, Herr Präsident, Herr Minister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseher und Zuseher. Zuerst möchte ich mich bei den Initiatoren und Initiatorinnen des Volksbegehrens herzlich für Ihr Engagement bedanken. Ich denke, Sie haben damit bewiesen, dass das Rauchverbot in der Gastronomie in Österreich kein Thema mehr spielt. Es ist gesellschaftlich akzeptiert und nicht mehr wegzudenken. Man kann sich eigentlich gar nicht mehr erinnern, vor allem die Jugend wird sich schwer tun, wie das war, als man noch in Zügen, in Büros, in Restaurants oder bei Flügen rauchen hat können. Bilder aus einer fast längst vergangenen Zeit. Dann kamen die getrennten Zonen und schlussendlich das Rauchverbot in der gesamten Gastronomie. Und Herr Kollege Wurm, die Gastronomie, die wird wiederbelebt werden. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Du wirst dein Gulasch essen können, aber halt ohne Zigaretten. Da stößt du halt dann vor das Gasthaus und rauchst dort die Zigaretten. Im Volksbegehren geht es nun darum, das Rauchverbot in der Verfassung zu verankern. Das halte ich ja nicht notwendig. Es ist gesetzlich gut geregelt. Und nach heutigem Wissensstand wird sich die Tatsache, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist, nicht mehr ändern. Also ich glaube, das bleibt so. Da sind wir uns einig. Die Regelung, die wir für die Gastronomie getroffen haben, ist ein Ergebnis des Arbeitnehmerschutzes und das ist europäisches Thema. Die Verfassung schafft den Rahmen für den Aufbau des Staates, sie legt die Grundregeln des Handels der Staatsorgane fest und sie sichert die Grundregeln der Menschen. Das sind die Säulen des Staates. Uns ist die Pflege der Verfassung ein großes Anliegen und es sollen nur solche Bestimmungen in den Verfassungsrang erhoben werden, welche diesen Standard erfüllen. Die bestehenden gesetzlichen Regelungen, das Rauchverbot betreffend, sind gut, eindeutig und wirksam und die Menschen haben diese akzeptiert. Es gab jetzt bereits zwei Volksbegehren, es wurde schon erwähnt, eines für das Rauchen mit 140.000 Unterschriften, welches wir jetzt behandeln, und eines gegen das Rauchen mit 33.000 Unterschriften, das es nicht in den Nationalrat geschafft hat. Diese Ergebnisse zeigen eindeutig, dass dieses Thema gesellschaftlich abgehandelt ist. Das Verhältnis dieser beiden Volksbegehren zeigt, wie gut die jetzig gültige Regelung in der Gesellschaft akzeptiert ist, weil es für die Menschen in Österreich selbstverständlich geworden ist. Danke.